Leute, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute mache ich bei der No-Hands-Challenge mit, beziehungsweise wir, also mein Freund, der ist hinter mir. Und ja, mein anderer Freund ist auch hinter mir, sehe ich gerade, aber er macht es nicht, sondern mein Freund schminkt mich jetzt, also er wird meine Hände ersetzen. So, ich ziehe jetzt diesen Morgenmantel an. Meine Hände sind jetzt hinter meinem Rücken und du musst jetzt durch die Ärmel und meine Hände sein. Ich glaube, ich mache die Kamera noch ein bisschen runter, dann sieht man es besser. Moment. Und go! Mein Tutorial läuft. Ich beginne erstmal mit der Foundation und die trage ich jetzt auf mein Gesicht auf, mit einem Pinsel am besten. Oh no. Ja, genau. Nein, nein, nein. Ach so. Ich trage erstmal die Foundation auf dem Pinsel auf am besten. Ja, auf dem Pinsel. Ich sehe nichts. Gleich bin ich voll. Auf dem Pinsel. Ja, in den Spiegel. Und jetzt zeige ich das alles auf. Oh, und die Schlacken. Oh Gott. Boah, ich hasse es ja, mich schminken zu lassen. Die Nase braucht halt besonders viel. Als nächstes die Augenbrauen. Mein liebster Schritt. Da, oh Gott, fast in mein Auge. Genau, und dann nehme ich diesen Augenbrauenstift und zeichne mir die Augenbrauen nach. Ja. Seite. Links sieht bei mir irgendwie immer besser aus als rechts. Aber ist okay. Muss ja nicht perfekt sein. So, als nächstes nehme ich meinen Bronzer und wärme ein bisschen mein Gesicht auf. Yay! Genau, ich benutze immer noch den. Und eigentlich, also ich nehme immer einen Pinsel dafür am liebsten. So den. Ja, genau. Geht auch. Heute mal andersrum. Mit dem Pinsel. Bisschen drauf. Achten. Ja. Und dann mache ich diese 3 oder das E in meinem Gesicht. Das heißt so am Haaransatz ein bisschen. Ja, genau. Schön verblenden. Peaches. Oh, ja, ich weiß, man darf hier nicht lachen, gell? Lachen verboten im Peaches-Leben. Oh Gott. Jetzt nehme ich ein bisschen Blush für die Wangen, damit die auch so ein bisschen rosig aussehen und frisch. Nee, das ist Puder. So. Genau, da steht Nase. Ja, das da. Genau das. Und dann nehme ich so einen Pinsel dafür. Ja, diese Farbe ist meine Lieblingsfarbe, mein Lieblingsblush. Orgasm. Ja. Und dann schön auf die Apfelbäckchen auftragen. Und da auch. Schön verblenden und das war's dann auch schon. Das reicht. Okay! Heute bin ich etwas verwirrt. Also ich nehme jetzt meine Lieblingspalette.
Lidschattenpalette, genau, das ist die von Nars. Und dann nehme ich so einen fluffigen Pinsel. Nee, es geht andersrum. Das verwirrt mich jedes Mal. Irgendwie mache ich das immer falsch auf. Genau, der ist da. Und dann nehme ich so einen fluffigen Pinsel, diesen weißen da. Nehme erstmal so eine helle Farbe auf mein ganzes Augenlid. Genau, dann die andere Seite. Und jetzt kommt die Farbe in die Lidfalte rein. Wie denn? Oder was hier? Ah doch, das war hier. Dann nehme ich meinen Eyeliner. Zurzeit trage ich den wieder ganz gerne eigentlich, Eyeliner. Typisches Cat Eye. Ich bin wieder back to my Cat Eye, Eyeliner. Für den Winter ganz cool. So. Gar nicht mehr so schlecht. Ist mir heute ganz gut auf Anhieb gelungen. Die nächste Seite. Ja. Noch ein bisschen da das Ausfüllen. Ja, ein bisschen schütteln. Der ist auch schon bald alle, was eigentlich gut ist, weil so gern mag ich ihn nicht mal. Weil ich ihn jetzt aufbrauchen. So, und das war's dann auch schon. Jetzt noch Mascara. Und die Wimperntuschen, davor habe ich immer am meisten Angst, dass mir da vielleicht alles, was daneben geht, in die Augen oder so. Ich mache mal so. Oh Gott, nicht so schön. Okay. Andere Seite. Ah, ja. Und als allerletztes noch die Lippen. Und da benutze ich auch einer meiner liebsten Farben zurzeit. Das ist wieder ein roter Lippenstift. Ich mag den ganz gerne. Den von P2. Ist so ein matter. Da fragen mich auch immer die Leute, was ich drauf habe, wenn ich den drauf habe. Der heißt nämlich, wie heißt der nochmal? Unten steht's. Ja, genau da. I want you, genau heißt der. Gerade voll in meinen Bronzer reingedutscht. So. Ja. Und, Moment, ich mach mal so zusammen. Genau, und jetzt nochmal vorsichtig die Lippenkontur nachfahren. So, und das ist mein fertiger Alltagswitter. Sehr schön, oder? Ich hole euch mal kurz ran. So sieht das Ganze aus. Oh mein Gott. Das war's dann auch schon, das ist der fertige Look. Ich hoffe, ihr probiert ihn mal aus oder auch nicht. Ich freue mich, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt, falls es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, beziehungsweise morgen. Tschüss!